Der Schiedsrichter hat mir gesagt, ich soll euer Wasser mal kontrollieren. Da wäre irgendwas nicht ganz sauber. Nein, nein, alles sauber, alles sauber, alles okay. Und ein ganz tolles Fußballspiel heute hier, oder nicht? Das können wir beide unterschreiben. Ne? Und sehr gut, unterhaltsames Spiel. Toll. Ja, wir wünschen uns natürlich noch etliche Jahre, dass es die Duelle Blau gegen Blau-Gelb, Blau-Weiß gibt, dass sie beide möglichst in dieser Liga bleiben. Wir gönnen es auch einer Mannschaft, wenn sie noch höher aufsteigen würde, oder? Und ich finde es ganz toll, dass wir heute hier eingeladen haben. Wir sind stolz daran. Und wir sind stolz, mit euch hier zu sein. Wir sind euch auch ganz toll dankbar für all die Jahre. Danke. Und das ist euer Beifall. Dankeschön. Ich bin
der Schiedsrichter zeigt zum dritten Mal auf den Punkt. Oh, 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 oh. Diese Situation sind ja gar keine böse Absicht des Abwehrspielers. Aber da wieder wegzukommen, das ist schwer. So, jetzt Elfmeter. Und Tilsa. Und ich frage die Fangemeinschaft, wer weiß, wann die Eintracht das letzte Mal drei Elfmeter in einem Spiel verwandelt hat? Herr Hatto, wer weiß es? Herr Oben, wer war es? Fehlanzeige, Saborowski, Meistermannschaft, 67. Schönes Handy. Ja. Das Spiel wird wieder zwingender von der gelb-blauen Seite. Da kann noch viel passieren. Gut 10 Minuten haben wir, das kann reichen, das wird noch spannend. Und die legen zu, die Männer. Die haben noch was drauf. So, und ich höre gerade von der Stadionregie, die Band Maniacs wird ganz schnell, ganz zeitnah nach Schlusspfiff im Innenraum auf der Bühne ihr Programm live bieten. Das heißt, die Stadiontore gehen sehr schnell auf und ihr könnt euch dann alle sammeln für die Live-Auftritte der Band Maniacs relativ kurzfristig nach Schlusspfiff. 19 Uhr dann die Autogrammstunde. Achtung, eine Durchsage für Denise Schäfer. Denise Schäfer, bitte ans Handy. Ich bin nur fast, das kann ich an mir.
Dobby! Daniel Graf! Ah, etwas Männer. Die Krallenhände werden ausgefahren und dann liegt der flach quer. Hoffentlich kann er morgen früh noch aufstehen, aber das ist wert, den Sieg hier festzuhalten. Eventuell den Sieg der Magdeburger. 2 Tore Vorsprung, 82. Minute. Komm raus aus dem Abseits. Der war gut. Hast du mal geschlossen? Also, was es nicht gibt. Es ist noch Zeit genug. Der letzte Pass. Das ist ja zum Verrücktwerden. Wieder rollt die Angriffswelle der Blau-Gelben. Denken Sie ja nicht, hier wird irgendwas abgeschenkt. Das gibt es nicht. Ehrgeiz ist riesig. Steht in der Luft, Tommy, komm wieder. Wechsel bei Magdeburg. Dennis Fuchs, willst du das sagen, wenn ich richtig gucke? Ja. Sebastian Hengel geht, Nummer 11. Dennis Fuchs mit der 9. Kompliment. Sebastian, Applaus. Großartig. Sebastian, großartiges Spiel. Also mit Mitte 40, da ist man natürlich noch voll im Kraft. Und wir schreiben die 86. Minute. Ja. Und liebe Eintracht-Familie, 3 Minuten vor Schluss. Ich glaube, es ist an der Zeit, obwohl das große Stadionfest, 100 Jahre Eintracht-Stadion, noch lange nicht zu Ende ist, einmal einen Dank zu sagen an diejenigen, die das alles für euch, für uns organisiert haben. Der große Staff, der große Mitarbeiterstab von Eintracht Braunschweig, an der Spitze mit unserer einzigen Frau als Präsidentin im deutschen Fußball, Nicole Kuppis. Jetzt sehen Sie die Szene, wo Domi Kobela seine eigene Ecke in der Mitte reinköpft. Und Ken Reinke hat gefällt. Wir machen jetzt im Tor. Tor. Und jetzt Rückwärts. 86. Minute. Eintracht verkürzt auf 5:6.
Benny Kessel, der Direktor. Fuchs schreibt sich auf den Rasen. 5:1. Oder was? Es war so schnell, wir konnten uns gar nicht sehen. So, jetzt sind wir mal gespannt. Meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, haben Sie noch was drauf? Schaffen wir das noch? 3 Minuten Zeit ist noch. Kommen Sie mit uns. Eintracht, Anfeuerung, Eintracht! Das, was dieser Verein gewohnt ist. Kämpfen bis zu Ende, werde zur Legende. Ken Reichen Flanke. Alles Amateur hier. Benno Müllmann ist ganz aufgeregt an der Außenlinie. Er kann gar nicht mehr ruhig stehen. 2 Minuten. Das 6:6 liegt quasi in der Luft. Oh, das ist wieder eine Konterchance. Überzahl. Da geht die Fahne hoch. Für einen Kastenbier haben wir jetzt schnell die Fahne heben lassen. Und noch einmal der Hinweis in 90 Sekunden, wenn das Spiel zu Ende ist. Benni reißt die schnellen Tore auf. Mike Kappel, unermüdlich. Und dann treibt nach vorne. Die Autogrammstunde beider Mannschaften ab 19 Uhr an 3 Plätzen. Gegengerade, Haupttribüne und der Trakt vor der Haupttribüne. 3 verschiedene Stände und dort sind die Spieler nachher zur Autogrammstunde ab 19 Uhr. Oh, wer hat die Kraft? Oh, schöne Kelle. Letzter Angriff, es könnte die letzte Chance werden. Könnte. Ja, noch klar. Daniel Graf treibt das Leder nochmal nach vorne. Geht alles. Schraubt sich in den Abendhimmel, in den bewölkten Braunschweiger Abendhimmel. Aber es wird wieder gehalten vom Baro. Und Schluss. Da ertönt der Schluss. Aus, aus, aus.